Er ist grau, er ist hübsch, ist ein Ford Transit, Modelljahr 2021 und es ist ein Alkoven. Das Preis-Leistungs-Verhältnis hier ist unter 50.000 Euro und er heißt, A8000 Elegance von Nobelart. Wird in Italien von einem der größten Hersteller für Reisemobile in Italien wird's gemacht. Und Patrizia, ich zeige es mal gerade komplett, stelle ich mal davor, dass man mal die Größe sieht. Denn Patrizia ist 1,67 Meter, das Ding ist richtig hoch. Schätzt man an der höchsten Stelle ungefähr 3 Meter gut und gerne. Und ich zeige erstmal kurz den Preis, denn ja, 43.999 der Nobelart A8000 und wie er hier steht, 47.199 Euro und auf Basis Transit TDCi 2 Liter 130 PS und er hat natürlich Euro 6D Temp. Da ist einiges schon eingebaut, für alle Freunde des Standbildes, hier ist es drin. Und die Markise hat jetzt 4 Meter und Fahrradträger ist mit drauf, ein 4er Fahrradträger. Und ja, das Besondere hier an dem Fahrzeug, das haben wir schon gelernt, wenn es ein Alkoven ist. Man hat eine richtige Stehhöhe, ja, also selbst 1,90 Meter große Männer finden hier drin Platz. Es geht sogar noch weiter. Man könnte zwei Patrizias übereinander machen. Oder so. Wirklich so. Also es sind fast 3 Meter Höhe, die man drin hat. Ja, 3 Meter nicht, aber bestimmt 2,50 Meter. Die werden wir gleich mal zeigen. Und hier ist eine Besonderheit. Das ist die Heckgarage, die echt groß ist, aber da ist auch ein Bett drin. Genau. Und das finde ich eigentlich ziemlich klasse. Ich habe unten drunter noch eine richtige Heckgarage. Mhm. Kann die hochklappen, wenn das geht. Das funktioniert. Kann dann einfach noch mehr einladen und kann währenddessen ich fahre den kompletten Raum nutzen, also fast. Kann hier oben einklicken. Das ist recht einfach sogar. Und habe dann die komplette Heckgarage, um Sachen einzuladen. Hier ist die Kurbel für die Markise. Und schon ganz großer Kofferraum. Du darfst mal reinkrabbeln. Mhm. Dass man einfach mal sieht, also die ist so groß, dass die Patrizia mit 1,67 komplett reinpasst. Aber jetzt kommt das Besondere. Hier können wir auch einen Hund drin verstauen. Denn ich habe direkt ein Durchgang, der hier drin ist, weil ich auch hier das Bett habe. Mhm. So, und wie man das dann genau machen müsste, das müsste man dann sehen. Also wenn ich statt einem Kind zum Beispiel einen Hund habe, könnte der Hund hier sein. Der könnte hier komplett sein Körbchen haben, auch mehrere Hunde. Und da könnte man sich vorne was basteln, dass sie das zumachen. Also das machen ja auch viele. Habe ich übrigens auch schon gefilmt. Ja, wenn das Kind aber denn da ist, dann kommen wir raus. Mhm. Dann können wir zeigen. Dann kann man nämlich einfach wieder runterklappen. Mhm. Und habe dann ein richtig tolles Bett, was übrigens von der Länge her so fett ist, also so lang ist. Genau, das muss wahrscheinlich ein bisschen hochziehen. Ich denke mal, es ist besser, wenn du es von innen machst. Genau, jetzt geht's. Genau, zieh es mal ein bisschen hoch. Ah, wunderbar. Jetzt klappt's. Mal ein bisschen wackeln. Ich glaube, das müssen wir von innen machen. Die genau, Seite. Das ist von innen. Ja. Zieh es mal gerade von innen einfach mal rein. Geh mal rein. Mhm. Dann ziehen wir es mal rein. Das sollst du mal zeigen, denn ich will einfach mal zeigen, wie groß die Liegefläche ist. Also wenn sie da auch 2,05 Meter sind, das sollte klappen, denn das Bett geht über die komplette Fahrzeugbreite. Hochziehen zu dir. Einfach hoch. Genau, jetzt kommt's. So, und dann sieht man, man hat ein Riesenbett. Genau. Wenn du mal kurz drauflegst. Ja. Und mal an den Kopf ziemlich weit ans Ende gehst, dass man einfach mal sieht, wie viel Abstand noch bei den Beinen bei dir ist, an den Füßen. So, du bist jetzt ganz am Ende, bis du da fast anstößt. Ja. Jetzt der Fall. Ja. Und da könnten zur Not sogar noch, die sich ganz lieb haben, noch ein Kissen daneben, können sogar noch zwei schlafen. Eigenes Fenster ist dabei. Genau. Mit Fliegengitter kann ich öffnen, damit ich es schön habe. Genau. Und ob es einen Vorgang gibt oder so, das werden wir noch rauskriegen. Aber den könnte man zur Not mit Klett sogar noch einbauen. Mhm. Könnte ich hier zumachen. So sieht's aus. Ja, komm mal raus. Mhm. Du kannst einfach durch die Tür. Du kannst, wenn du möchtest, einfach die Schuhe auslassen. Mhm. Denn wir haben einen Alkoven. Bedeutet, da musst du nochmal hoch. Ja. Hier vorne ist der Fahrradträger. Der hat dann tatsächlich 4 Aufnahmen. So sieht er aus. Der ist aufpreispflichtig gewesen. Ich habe es eben vorgelesen. Das ist das Heck mit Rückfahrkamera. Und wir gehen mal rein. Fensterchen.
Und jetzt kommt dieses unglaubliche Raumgefühl, niedriger Einstieg. Man hat hier nochmal ein, das ist der Abfalleimer mit drin, ich habe eine große Aufbautür mit drin. Und ja, wir gehen am besten mal kurz rein. Und da sieht man jetzt auch so richtig schön, wie das Raumgefühl ist. So der erste Eindruck, ich glaube, der zählt. Du warst vorher, ich meine, du warst gerade eben drin. Wie fühlt es sich an? Groß. Also wie du bereits gesagt hast, man hat hier wirklich sehr, sehr viel Platz nach oben. Man stößt sich nicht den Kopf an. Allgemein, ich sage es so oft, aber man fühlt sich einfach nicht eingeengt und man hat hier auch eine super kleine Küche, aber die ist trotzdem, die reicht total aus. Und riesen Kühlschrank, also und natürlich, also das Alkofenbett ist natürlich richtig cool. Das ist wirklich cool, oder? Ja. Da gehen wir hoch. Denn das ist ein richtiges Familienfahrzeug, denn ich habe im Heck, das zeige ich schon mal, während du hochgehst, Stockbetten. Ich habe also zwei übereinander liegende Betten, die riesengroß sind. Einmal das Bett unten, was wir gesehen haben. Das heißt, wenn ich zu dritt fahre, kann ich es immer hochgeklappt lassen. Kann die Hunde auch unten lassen. Und dann habe ich hier dann nochmal ein Riesenfach, wo ich nochmal ein Bett drin habe. Riesengroß. Hier könnten auch wirklich zwei Personen drin schlafen. Hier unten, ich denke mal, das ist gut für eine Person. Und die Patricia. Oh. Die hat einen Alcantara-Vorgang. Hallo. Hast du dich vereinzelt? Ja, es ist richtig gemütlich, auch gerade wenn man den Vorhang dann zumacht. Man hat einfach dann auch seine Privatsphäre. Geh mal gerade ganz ans Ende. Mhm. Hallo! Krass, wie voll, oder? Da ist noch ein Polsterchen drauf. Das ist jetzt Patricia am Ende. Ich zeig mal gerade, du kommst mit der Hand gar nicht. Nee. Also ich schätze mal, und jetzt mach mal eins, jetzt leg mal gerade dein Kopf mal in meine Richtung. Also mach mal die Füße da in Richtung Straße. Auch das, also du bist jetzt 1,67, aber du warst ja mal kleiner. Wenn man jetzt so 8 oder 10 Jahre ist, man hat so 3 Kinder, das eine 5, das andere 7, das andere 10, dann könnten die nebeneinander quer liegen, oder? Ja, das würde gehen. Man kann auch von hier optimal noch Fernsehen schauen. Ja. Der Fernseher ist wo? Hinter dir. Hinter mir. Warte. Da ist der Fernseher. Na, der ist ja klein. Ja, klein, aber fein, ne? Kann man ja auch größer haben, wenn man das möchte. Aber es geht ja auch oft darum, so der große Beruhiger für Kinder. So ist ja manchmal einfach ein bisschen Netflix anmachen, dann kann man das sehen. Und hier habe ich dann einen riesengroßen Spiegel am Eingang. Was unglaublich wertig aussieht, ist das Holz hier. Ich habe so richtiges, ich weiß gar nicht, was ist, es sieht aus wie Kirsche so ein bisschen. Ja. Also von der Holzfarbe her ist gut, gell? Ja, das stimmt. Das macht das Ganze edel. Macht es wirklich edel. Also das Weiß in Verbindung mit diesem dunklen Holz ist wirklich sehr, sehr edel. Und hier habe ich dann eine indirekte Beleuchtung. Das heißt, also hier habe ich meine Kochstelle mit drin. Die Patricia klettert mal runter. Ist das schwer, runter zu klettern? Ach, nee. Geht. Nee, also ich würde mal sagen, so für ältere Personen, die halt... So wie du. Für ältere Personen, die halt natürlich nicht mehr ganz so fit sind, ist das jetzt nicht so optimal. Aber für Kinder oder für junge Leute oder auch Erwachsene, die keine Probleme haben, ist das super leicht. Gut, die älteren Personen so wie mich, die können ja dann hier schlafen. Also unter anderem kann man ja ganz unten schlafen. Das ist dann einmal hier und hier oben, da brauche ich eine kleine Leiter. Aber mein Gott, man weiß ja vorher, was man kauft. Also deswegen muss man es ja ausprobieren. Genau. Und wenn mir das nicht komfortabel genug ist, gibt viele andere Sachen, wie zum Beispiel das Queensbett, was wir eben gefilmt haben, was ja einen genialen Einstieg hat. Genau, oder Längsbetten, das wird auch oft genutzt, gerade von älteren Personen oder Personen, die einfach Probleme mit den Gelenken haben oder mit den Beinen. Es gibt da auf jeden Fall noch andere Möglichkeiten. So, das Bedienfeld hast du schon kennengelernt. Wo ist der Hauptschalter? Der Hauptschalter ist hier. Jetzt haben wir alles ausgemacht. Off. Prima. So. Nochmal an. Mhm. Dann hast du einen Lichtschalter. Machen wir das Licht an. Licht? Genau. Da kann man komplett das ganze Licht steuern, einmal an und aus. Genau. Dann sieht man auch, wie voll ist der Wassertank. Drück mal rechts oben. Rechts oben. Mhm. Wie ist denn? Der hat wie viel Prozent? Null. Null. Da ist der Abwassertank, der ist mit dabei. Mhm. Und ja, das Ganze ist, wenn du S1 hast und jetzt drück nochmal aufs Wasser. Dann ist wahrscheinlich S2. Aufs Wasser? Nee, rechts oben. Nee, das war die Wasserpumpe. Oh. Mach die mal aus. Rechts oben, ja. Genau, und jetzt hast du R, siehst du? R1, ja. R1, das ist wahrscheinlich der Abwassertank und der hat 66%. Ah ja. So kannst du nämlich sehen, ob der langsam voll wird. Da ist so ein Schwimmer mit drin. Sonst läuft er über, das merkst du dann. Dann kommt das Wasser oben zum Spülbecken wieder raus. Es läuft nicht mehr ab.
Also das ist so der Effekt dann, den du hast. Dann, ja, Küche. Mhm. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Ich denke, es ist ja immer noch Camping. Ich habe also ein richtig großes Kochfeld, eine ganz tiefe Tischplatte. Und drei Töpfe könnte ich draufstellen oder zwei große. Eine ganz große Spülbecken und wieder mal, was hast du schon gelernt? Das habe ich jetzt schon gelernt. Die stehen nämlich unter Spannung, die Schubladen. Mhm. So, wenn man die nämlich aufmacht, damit die nicht klappern. Wenn du zumachst und jetzt mal zumachst, dann wird damit eine Spannung. Hast du gemerkt, die werden leicht angezogen. Ja, genau, ja. Mach nochmal auf. So, so und jetzt nochmal rein und dann zieht sich die Schublade rein, damit sie nicht mehr klappert. Mhm. Und wenn man sie mal aufmacht, unten drunter kannst du wahrscheinlich, mach mal auf. So, jetzt hat es funktioniert. Wenn nicht, einfach ganz kurz einen kleinen Schlag geben, dann geht es auf. Okay. Und das ist normal übrigens. Das ist selbst bei meinem Murillo so. Okay. Ab und zu mal. Also es ist wirklich kein Nachteil. Aber dafür klappert es halt nicht mehr. Es kann immer mal was klappern. Da gibt es übrigens solche kleinen Teile, die man hier draufkleben kann, die an der Seite sind. Diese kleinen Teile, damit kann man unglaublich viel entklappern. Immer da überall, wo Holz auf Holz ist, kann immer mal passieren. So, und da haben wir schon gelernt, die sind richtig klasse, denn auch wenn du so ein kleiner Mensch bist, was heißt klein, du bist 1,67, hast keine Schuhe im Moment an und jetzt willst du das zumachen, wie geht's? Einfach einen kurzen Schubs geben und die gehen dann eigentlich, nicht von automatisch? Die nicht. Jetzt nicht, aber die vielleicht? Vielleicht? Die auch nicht, sie geht aber zu. Ja. So, mach nochmal auf. Mhm. Ich zeig mal was, die haben jetzt kein Softclose, aber... Die Scharniere sind ordentlich. Zwei Stück mit drin. Mach mal zu. Mhm. So, jetzt habe ich hier eine Sitzbank, nicht nur eine, sondern die Sitze kann ich vorne mal drehen. Da ist das Fahrerhaus vom Ford Transit mit Multifunktionslenkrad. Ich zeige mal gerade das Cockpit, das wäre dann der Arbeitsplatz. Und auf Wunsch sogar mit Automatik, glaube ich. Das müsste ich mal noch mal rauskriegen. Und dann habe ich hier meine Sitzgruppe, face-to-face. Ja. Hier vorne habe ich eine sehr tiefe Beinauflage, wenn du dich mal kurz hinsetzt. Wohin? Da, auf den. Genau, nochmal kurz hin. Mhm. Zeige ich mal gerade die Beinauflage. Die ist nämlich auch für Menschen, die etwas längere Beine haben, sehr, sehr gut, damit die Beine nicht so in der Luft sind. Das nervt unglaublich viele Leute an. Mhm. Das ist so. Du kommst gut rein? Ja, auf jeden Fall. Gut, man kann den Tisch noch ein bisschen mehr nach vorne machen. Mach mal. Bisschen anheben. Nochmal, noch mal ein bisschen. Ich glaube, ein bisschen geht noch. Nee, das war's? Das war's. Okay, also. Aber es reicht auf jeden geht. Fall. Mhm. Ja. Okay, kommt rein. Man kann den Tisch auch komplett rausmachen. Das geht auch. So, jetzt habe ich hier eine Bank. Kann ich ihn nochmal hinsetzen? Mhm. Also, ich denke mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personen können hier locker sitzen. Und zur Not vielleicht auch noch 7. Gut. Ja, Kühlschrank ist mit drin. Der ist hier an der Seite. Ich habe hinten nochmal richtig große Schränke. Gefrierfach. Automatische Umschaltung zwischen 12 Volt, 230 Volt und Gas von Tedford. Und er heißt N3142. So ist er. Volumen sind 100 und, guck mal gerade, hier steht es 136,5 Liter. Auf einen halben Liter kommt es jetzt auch nicht an. So, großer Kleiderschrank. Ja, sehr groß. Und unten auch noch. Unten ist auch noch mal einer. Ja, ist aber ein normaler Schrank. Mach mal deinen Deckel auf, da ist bestimmt die Heizung drunter. Jo, da ist die Tuma. Die macht warmes Wasser und warm. Im Wohnmobil. Jetzt gibt es noch eine kleine Besonderheit, die Leiter ist nämlich dabei, die kann man aushängen. Leg mal gerade die Leiter oben drauf, also das könnte man aushängen. Mhm. Ich habe das Bett habe ich schon gezeigt. Okay. Leg's mal oben drauf. Und dann zeigen wir mal das Bad, denn das ist komplett getrennt. Was glaube ich sehr wichtig ist, wenn du mit 6 Leuten reist. Ja. Da, ich glaube, da muss es denn schon eine Regel geben, wer wann ins Bad geht, oder? Ja. Gerade wenn du irgendwie 5 Mädels und einen Mann. Ja, genau. Die alle sich noch die Haare waschen, die Haare föhnen und du hast ja heute Morgen Locken gemacht, sie sind schon wieder weg. Ja. Und ich denke, also wenn man sich so richtig schick macht, kann man schon eine Dreiviertelstunde kann man locker im Bad verbringen, oder? Nur? Schön. So, jetzt hast du hier, was ist das? Eine Dusche. Eine komplette, steig mal ein. Die ist auch relativ groß.
Ist da noch mehr Licht? Guck mal gerade. Hast du einen Schalter gefunden? In dem Fall da ist. Ah, guck mal hier, Touch oben. Genau, wenn du mal anfasst. Ja! Jetzt. Sehr schön. Ja, relativ groß. Auch hier kann man nochmal ein kleines Kind draufstellen, das besser waschen. Oder vielleicht auch einen kleinen Hund, ja, gibt's ja auch. Da kann man ein Kind draufstellen und hier oben habe ich dann Dusche. Prima. Großer Spiegel ist mit drin. Und ein Waschbecken. Die Tedford-Toilette. Wenn du dich mal kurz hinsetzt, dann habe ich ein bisschen mehr Platz zum Filmen. So, das wäre dann die Position, um kleines oder großes Geschäft zu machen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es heißt in England, heißt One or Two, heißt glaube ich. Echt? Ja, oder A or B heißt es. Also statt klein und groß heißt es One or Two, also wenn einer fragt. Okay. Ich glaube, es ist so. Und was ist was? Ich glaube, eins ist Pipi. Okay. Cool. Kurz, wir gehen raus, Abmoderation, dann zeige ich es nochmal. Denn wichtig ist ja das Preis-Leistungs-Verhältnis, was man kriegt. Ein Neuwagen, 47.199 Euro, wie er hier steht. Tja, Ford Transit TDCi, 2 Liter, 130 PS. Also wenn man eine große Familie ist, dann wäre das durchaus eine Option, oder? Ja, auf jeden Fall. Hier kann man mit bestimmt 4 bis 6 Personen reisen. Da ist die Satzschüssel ist schon drauf und ich guck mal gerade die Zuladung, ob die drauf steht. Hier vorne, Sekunde. Fahrerhausteppich, CE-Adapterkabel ist dabei, Kabeltrommel. So, das Superpaket ist schon mit drin. Na, ich finde es im Moment nicht, aber ist nicht so schlimm. Also Länge sind 6,77 Meter, so hier kann ich schon mal sagen. Am besten mal beraten lassen, also was es da für Auflastungsmöglichkeiten gibt. Überhaupt die Motorvarianten, da kann man verschiedene bestellen. Und wir sind bei Noble Art Motorhomes, bei Palmo Mobil. Wir sind bei Pal... Mowski. Mowski in Bielefeld. Genau. Ja, vielen Dank. Danke. Patricia, und das hier wieder mal ein, ich sag mal, eine tolle Möglichkeit für relativ moderates Geld, einen teilintegrierten Alkoven zu kaufen, den A8000 Elegance. Den es auch 2021 so gibt. Tschüss!